Hallo meine Lieben, willkommen zu diesem ganz, ganz kurzen Video. Besonders kurz, damit ich es halt möglichst schnell hochladen kann. Denn ich möchte ja noch die Gute Laune Awards machen. Also meinen persönlichen Jahresrückblick 2015. Ich weiß, da gibt es schon sehr viele Videos von, aber ich weiß auch ganz genau, ihr wollt unbedingt sehen, was ich zu diesem Jahr zu sagen habe. Und während im Hintergrund diese wunderschöne Musik aus dem Ukulele läuft, auf das ich sehnsüchtig warte, ich will das unbedingt spielen, habt ihr jetzt die Chance bis 0 Uhr, weil ich werde wahrscheinlich um 0 Uhr, ihr seht schon, durch Privat- und Feiertage und sowas, ich habe kaum Zeit. Ich lade das jetzt schnell hoch, ich gebe euch die Links für die Umfragen. Das ist wirklich total unkompliziert, ihr müsst da echt keine Panik haben. Ihr müsst nur auf diese Links klicken und dann eröffnet sich halt einfach nur so Umfrageseiten, wo ihr nur klicken müsst. Ihr seht dann sogar da, glaube ich, direkt schon das Ergebnis, außer ich kann ausstellen, dass ihr das Ergebnis seht. Ist ja auch nicht so wild. Das heißt, ich möchte natürlich euch wieder abstimmen lassen, was war euer liebstes Video von mir, was war euer liebstes Spiel für die Konsolen und so weiter. Und dann werde ich halt, ja, ich weiß nicht, zu wann ich das schaffe, die Gute Laune Awards, aber ich will sie halt heute Nacht schon drehen, weil ich ja morgen noch frei und vor Silvester und sowas wird das alles wieder sehr eng. Ich möchte natürlich versuchen, das Ding Silvester für euch hochzuladen. Ich weiß nicht, ob das klappt, auch mit dem Internet. Wahrscheinlich klappt es wegen des Internetvolumens nicht, aber ihr bekommt sie dann spätestens so Anfang des Jahres, die Gute Laune Awards. Seid nicht traurig, wenn Silvester nicht klappt. Ich gehe eher davon aus, dass nicht, weil ich halt im Moment nicht so viel hochladen kann, weil ich da so ein bisschen mit Internet im Rechtsstreit und so weiter. Ich habe im Moment nicht so die Bandbreite hier zu Hause. Und deshalb mache ich immer nur so kleine Videos, weil ich die halt noch schnell so hochladen kann, mit diesem 1 GB Datenvolumen und so weiter. Und ja, also einfach auf die Links klicken, keine Panik, das ist überhaupt nichts Wildes. Stimmt da ein bisschen ab und dann seid gespannt, was sind eure liebsten Spiele, Konsolen und Filme und so weiter 2015 gewesen. Und natürlich seht ihr meine Highlights. Und zudem drehe ich jetzt die Tage auch noch ein Sammlungsvideo mal wieder für euch. Das habe ich euch schon lange versprochen. Ich gehe mit meinem neuen Handy rum, filme meine komplette Sammlung, erzähle jeweils kurz was zu dem Spiel. Und zeige euch dann halt auch noch, was fehlt mir noch in meiner Sammlung. Denn ich möchte meine Sammlung so ein bisschen verdichten. Und das mache ich absichtlich erst nach Weihnachten und auch lange genug vor meinem Geburtstag, damit nicht der Eindruck irgendwie entsteht, ich möchte euch irgendwie dazu antreiben, mir irgendwas davon zu schenken. Dem wollte ich nämlich unbedingt aus dem Weg gehen. Ja, also, um das jetzt kurz zu halten, ihr habt bis 0 Uhr Zeit, mehr leider nicht. Also so ungefähr 0 Uhr werde ich dieses Video wieder löschen. Und, beziehungsweise, ja, ich werde es vielleicht später löschen, aber ihr habt nur bis ungefähr 0 Uhr Zeit, auf dieser Seite noch teilzunehmen, weil dann werde ich die Screenshots von diesen Seiten machen und die dann praktisch als repräsentatives Ergebnis meiner Gute Laune Awards Umfrage nehmen. Tut mir leid, dass das so kurzfristig ist. Tut mir leid für die, die das Video erst hinterher sehen. Ihr könnt ja gern klicken und so weiter, aber das wird das Ergebnis von den Gute Laune Awards dann nicht mehr beeinflussen. Ja, und das Lied ist auch vorbei, das ist dann mein Stichwort. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall schöne Tage. Falls wir uns vor Silvester dann nicht mehr sehen, wünsche ich euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir sehen uns dann spätestens ziemlich bald Anfang Januar. Ciao!